gut. Also eigentlich wollten wir nur mal so einen kurzen Status-Zwischenbericht abgeben, was wir so mittlerweile getüftelt haben, was wir dabei gelernt haben, was soweit funktioniert und was vor allem auch nicht funktioniert. Falls jemand vielleicht irgendwie sich einbringen möchte oder gute Ideen hat, wäre das also nett. Das ist, wie gesagt, das ist nicht ganz trivial. Also das Projekt, um das es sich hierbei handelt, ist ein Buchscanner. Und zwar ist das Problem, das wir hatten, was wir vor einem halben Jahr oder so auf der Mailingliste auch diskutiert haben. Also mir passiert es oft, Oliver ist es auch ein paar Mal passiert, dir wohl auch, dass wenn man ein Buch einscannen muss, das halt sehr mühsam ist, so einen Flachbettscanner zu nehmen, sich dann hinzusetzen und jedes Mal umzublättern. Egal wie gut die in den letzten 10 Jahren geworden sind, die Scangeschwindigkeiten sind wesentlich schneller geworden, die Qualität ist auch viel besser geworden, aber das Umblättern ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Wenn man jetzt mal ein Buch mit 500 oder 1000 Seiten hat oder mehrere Bände oder halt, was weiß ich, so alle 2-3 Monate mal ein paar Bücher, summiert sich das schon mal auf so einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag. Also das Problem ist ganz klar, wir wollen Bücher einscannen können, ohne die ganze Zeit diese manuelle Arbeit des Umblätterns zu machen. Und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut, was es da für Optionen gibt und was Leute so vor uns gemacht haben. Und ein Beispiel davon war das, was Oliver eben gezeigt hat, was man vielleicht jetzt auch mal kurz zeigen kann, das Video. Das ist ein Prototyp, der ursprünglich von einem ehemaligen Mitarbeiter von Google gemacht wurde, bei dem das Buch über diesen Korpus, der hier, glaube ich, aus Kunststoff gemacht ist, drüber fährt und an einer gewissen Stelle wird die Seite eingesaugt, wird dann de facto umgeblättert, indem es durch den Korpus durchgezogen wird. Und in dem Korpus sind noch 2 Scanzeilen eingebaut von einem Standard-Flachbettscanner. Das haben wir soweit auch hingekriegt, aber jetzt sage ich gleich noch was. Das könnte man eigentlich auch noch rausholen. Also so sieht es aus. Im Prinzip analog ist hier dieses hölzerne Prototyp, dieser hölzerne Prototyp-Korpus. Da zeigen Sie das ein bisschen, wie das da drin aussieht. Was passiert, wenn die Seite da durchgezogen wird? Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber ich glaube, die Idee ist relativ klar, oder? Also man hat diesen dreieckigen, ausgezogenen Korpus. Das Buch gleitet hier oben entlang. Mit einer gewissen Stelle wird die Seite eingesaugt und durch irgendeinen Mechanismus auf der anderen Seite wieder rausgeleitet. Und so wird jeweils immer eine Seite umgeblättert, indem das Buch über den Korpus fährt. Und irgendwo an einer gewissen Stelle ist eben noch ein Scanner, der dann jeweils die beiden Seiten abgreift und daraus dann im Prinzip den kompletten Scan erstellen kann. Das ist die Idee. Ich denke, das ist ungefähr klar, wie es funktioniert, Mechanik und so weiter. Okay. Ein Detail wollte ich hier noch kurz darauf hinweisen. Der Prototyp funktioniert komplett mit einem Staubsauger. Den sieht man ja hier kurz im Bild. Da. Das heißt, da ist ein richtig heftiger Staubsauger im Einsatz, der Luft in das Gehäuse reinpustet und damit diesen Effekt des Abhebens der Seite und des Einführens in den Korpus erreicht. Wir haben da einen anderen Ansatz gewählt, aber da kommst du zu. Meinst du, der saugt ab? Genau. Ja. Ja, stimmt, der saugt. Genau, also das ist noch ein entscheidender Unterschied, worauf ich dann auch gleich noch kommen will. Aber okay, also so erstmal, das ist so das Gesamtkonzept, das ist die Mechanik und deswegen steht es hier auch, so ähnlich haben wir das auch nachgebaut. Unser Prototyp ist ein bisschen kürzer, der plättert praktisch in 2 Schritten um, obwohl wir soweit noch nicht gekommen sind. Also wir hatten mal einen Prototyp für den Wagen und so weiter, aber das ist eigentlich nicht das große Problem. Wie man sich vielleicht denken kann, die Schwierigkeit ist tatsächlich eben dieses Umblättern. Das heißt, genau eine Seite zu erwischen, diese Seite zuverlässig zu erwischen und es eben dann hinzubekommen, dass das tatsächlich für so ein Buch durchläuft. Denn wenn man bei jeder dritten Seite dann irgendwie da hingehen muss und es wieder machen muss, dann kann man auch gleich effektiv einen Flachbettscanner benutzen. Das heißt, das ist so die größte Schwierigkeit, die wir auch gehabt haben. Und da gab es eben ursprünglich diesen Einsaugmechanismus und es gab aber eine andere Idee von Carsten Fust aus Hannover, an dem wir uns orientiert haben. Genau, vielleicht, wenn du das zufällig auch irgendwo hier hast. Ja. Dann kann man das mal sehen. Das hatten die vorgestellt auf... Wo hatten die es vorgestellt? Auf der Maker Faire letztes Jahr in Hannover. Genau. Ja. Und
Da haben sie einen etwas anderen Effekt genutzt. Sie haben das Coanda-Effektor genannt, oder es ist im Prinzip der Bernoulli-Effekt. Deswegen steht auch dieses Ding hier, das ich jetzt mal kurz demonstrieren kann, bei dem an einer gekrümmten Oberfläche der Luftstrom also tatsächlich fließt. Und unter Druck entsteht einfach, dass er an der gekrümmten Oberfläche wird er weggeleitet. Das heißt, das Problem, das wir gesehen haben bei dem Einsaugeffekt, ist, dass je nachdem, wie man das baut und je nachdem, wie das Papier gemacht ist, saugt der Effekt gegen die mechanische Richtung, in die sich das Buch bewegt. Das heißt, wenn die Seite ein bisschen zu fest gehalten wird, wird sie wahrscheinlich leichter abreißen und es gibt mehr Probleme. Außerdem ist Ansaugen wesentlich aufwendiger mechanisch, als eben so einen Druckstrom zu erreichen, der dann einen Unterdruck auf der Seite hat. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinlege auf den Tisch und es anmache entsprechend, dann wird die Seite entsprechend angesaugt. dazu kann ich vielleicht auch kurz noch was Technisches sagen. Das hat, da hat Ingo uns ziemlich gut dabei geholfen. Und zwar ist das hier praktisch Maßarbeit, die direkt aus dem Lasercutter kommt, die so mehr oder weniger aus Adobe Illustrator von ihm millimetergenau gezeichnet wurde, dann ausgelasert und wir das praktisch nur noch zusammensetzen konnten und es wirklich perfekt passt. Also ich war am Anfang, habe ich erst gedacht, okay, lass uns lieber irgendwie was aus Holz und Tape und so schnell zusammen machen. Aber in dem Fall, also gerade weil das luftdicht sein muss und weil das einigermaßen stabil ist und weil das mehr oder weniger die kritischste Sache davon ist, war das also sehr hilfreich, dass wir das so haben machen können. Auch danke nochmal. Ja, soweit sind wir also gekommen. Wir haben das jetzt auch mal da reingeschraubt gehabt und haben das nachvollzogen und haben da ein bisschen mit rumprobiert. Das Problem war allerdings, es ist sehr abhängig von dem Papier, von dem Buch. Es ist anscheinend natürlich auch abhängig von dem Winkel, von dem Schlitz, der hier drin ist. Je nachdem, wie steil der ist und je nachdem, wie breit der ist, hat es eine unterschiedliche Stärke. Und dementsprechend erwischen wir entweder keine Seite, eine Seite oder viele Seiten. Und das war ein bisschen frustrierend. Das war zwar, wir haben uns zwar schon gedacht, dass es gewisse Probleme gibt, aber das ist so mehr oder weniger unser momentaner Status. Wir haben jetzt noch nicht die Mechanik und die anderen Sachen. Wir haben die Scanzeilen ganz am Anfang abgeklärt. Das ist also kein Problem. Da haben wir einfach aus Flachbettscannern rausgenommen. Die Linux-USB-Treiber funktionieren direkt auch ohne Gerät, nur mit dem direkt angeschlossenen Scanzeile. Man kann das dann auch dementsprechend einstellen. Wir haben es auch mal probiert, ein Papier drüber gezogen und so und geguckt, ob der Scan passt. Und es passt einigermaßen. Es muss halt von der Geschwindigkeit her natürlich dann entsprechend angepasst werden. Aber das scheint alles nicht das Problem zu sein. Das Problem ist wirklich halt im Zweifel diese Mechanik und das Umblättern. Und jetzt haben wir beim letzten Mal nochmal rumprobiert und haben gedacht, vielleicht kriegen wir durch ein bisschen Rumtunen das relativ schnell noch deutlich besser hin. Das war allerdings ein bisschen frustrierend. Und dann habe ich gesagt, sollten wir es vielleicht auch einfach mal vorstellen, vielleicht hat jemand noch Ideen. Es gab unter anderem die Idee, die hatte bisher jetzt von denen noch keiner, die finde ich ganz gut, bei euch bin ich mir nicht sicher, aber dass man zum Beispiel das kippen kann und dass man versucht, das in dem rechten Winkel des Buchs so darüber gleiten zu lassen, dass hier praktisch nur der Ansaugeffekt ist und die Schwerkraft gar nicht mehr gegen die Seiten drückt, dass man also dass es unwahrscheinlicher ist, dass man mehrere Seiten hat und sich das vielleicht löst. Ob sich das lohnt, ist nicht so ganz sicher. Als wir es probiert haben, hat es nicht so wirklich was gebracht. Wir haben beim letzten Mal uns überlegt, dass der optimale Anstellwinkel hier, ich glaube, hier ist es ein bisschen mehr, es sind 60 Grad oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, der optimale Winkel hier müssten 45 Grad sein, dass man genau die Ecke von dem Buch, egal von was, mit der maximalen Fläche in dem Moment eben ansaugen kann. Das heißt, das würden wir als nächstes versuchen zu tun. Und ja, man müsste halt mit dem Korpus noch ein bisschen rumprobieren. Das ist ja schon so gemacht, dass man es eigentlich anpassen kann. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen mehr als Baukasten zum Experimentieren irgendwie versuchen. Wir würden auch nochmal dann einen neuen Korpus bauen, falls es sinnvoll ist. Aber momentan ist wirklich unsere wichtigste Sache, dass wir es schaffen, die Seiten zuverlässig einzusaugen. Zumindest für ein paar Bücher. Wenn es nicht für alle geht, ist es okay. Aber ja. Das größte Problem, was wir bei der Angelegenheit haben, ist, dass es extrem viele Variablen gibt. Also wenn man sich das hier anschaut, bei diesem Entwurf, ist der Winkel von diesem Schlitz sehr steil, also deutlich, deutlich steiler als der in unserem Entwurf. Ebenso gibt es verschiedene Entwürfe. Es gibt einen Entwurf, das ist der da auf dem Beamer ist, was das Buch in einem Rutsch
komplett umblättert. Das heißt, die Seite wird eingeführt und auf der anderen Seite wieder rausgeführt. Und das Buch fährt dann im Prinzip auf dem Schlitten zurück. Wir haben bei unserem ersten Entwurf das eigentlich so geplant, dass die Seite beim Hinfahren eingezogen wird und beim Zurückfahren wieder ausgefädelt wird, um einfach ein kleineres Modell zu haben, damit man nicht irgendwie so einen 1,50 Meter langen Buchscanner hat, sondern eben nur 1,10 Meter, 1,20 Meter oder so irgendetwas. Sind jetzt eigentlich eher geneigt zur Sicherheit, weil wir eben da denken, dass die schon ein Stückchen weiter sind, auf so einen Entwurf zurückzugehen, also praktisch das längere Modell mit dem automatischen Ausfädeln. Es gibt weltweit 5 verschiedene Prototypen, die alle mehr oder weniger Designprobleme haben. Ich würde unseren Kasten da noch nicht Prototyp nennen, weil er einfach noch gar nicht funktioniert. Aber wir stocken so ein bisschen und jedes Treffen ist im Moment extrem frustrierend, weil wir Ideen haben und irgendwie alles nicht so wirklich funktioniert. Ja. Er schafft es nicht zuverlässig, eine Seite anzuzahlen. So ist das. Okay. Wenn die Saugleistung zu schwach ist, kriegt dann die Seite, wenn man jetzt theoretisch das Buch dann drüber fahren lässt? Also ging jetzt darum, die Saugleistung langsam zu steigern. Man legt ein neues Buch drauf, das das System nicht kennt, und dann fährt man mit dem Buch drüber und guckt, ob die Seite zieht. Steigert langsam die Saugkraft, bis die Seite durchgeht und erkennt halt, sobald das geht, dass die Frage, ob die Seite knickt. Du kannst aber eigentlich, eben der Vorteil an dem Design ist, du kannst eigentlich nicht zu viel saugen. Das heißt, wenn wir eine Leistung hätten, wo wir ganz sicher wissen, dass eine Seite angesaugt wird, wirkt der aerodynamische Effekt eigentlich nur auf die oberste Seite. Okay. Das heißt, das sollte eigentlich so sein, so war es bei uns dann auch, wenn die Seiten nicht von sich aus gerne zusammenkleben, was bei manchen Büchern so ist, und dann hast du wieder das Problem, dass du automatisch immer mehrere einsaugst, egal sozusagen. Also ich meine, ich weiß es nicht. Man kann die Saugleistung auf jeden Fall regulieren, das kann man probieren. Man kann den Winkel probieren, das zu verändern. Man kann die Breite von dem Schlitz, das hat ja auch einen Effekt da drauf, wie der Luftstrom dementsprechend eben, wie viel Unterdruck und wie viel angesaugt wird. Man könnte es also breiter machen. Das wäre jetzt mal was wir letztes Mal ein bisschen versucht haben, was vielleicht geht. Wenn es halt zu breit ist, wie gesagt, in dem Fall drückt halt auch die Schwerkraft die anderen Seiten mit rein. Hier ist in gewisser Weise so ein Schoner, so eine Leiste noch, damit die Seiten, die nur von der Schwerkraft reingedrückt werden, weiterhin drüber gleiten und nur diese eine Seite tatsächlich erfasst wird. Das hat auch einigermaßen gut eigentlich funktioniert. Aber wenn die schon von sich aus eben irgendwie so zusammenhängen, dann, und das ist bei einigen der Bücher, oder zumindest bei einem war es mindestens der Fall, dann haben wir halt mehrere erfasst. Wenn man die Bücher vorher mal so durchblättert, das haben wir versucht, aber das ist, es gibt. Die Buchseiten liegen ja plan auf dem Holz auf, richtig? Ja. Das heißt, die kommen zusammen. Ich weiß, konstruktionsbedingt ist es wahrscheinlich einfacher, als eine Seite zu machen, aber mal überlegt, dass man das rund gestaltet, die Auflagefläche auf der Seite, wo eben das so ein Buch sich rund da drauf legt und dann die Seiten eben nicht mehr plan wie ein frisches Buch drauf sind, sondern sich so schon gegeneinander verschoben haben, sodass dann die oberste Seite womöglich schon einfacher abgeht. Hast du grundsätzlich recht, das Problem dabei ist, dass die Scanzeilen wenig flexibel sind und du willst mit den Scanzeilen möglichst nah an den Buchsteg rankommen. Ja gut, aber du kannst ja könntest den Korpus an einem Teil rund machen fürs Umblättern und dann wieder so zum Dreieck. So. Das wäre zwar komplizierter. Das wird eine konstruktive Herausforderung, definitiv. Wahrscheinlich wirst du irgendwas mit einem flexiblen Plastikmaterial irgendwie erwärmen und dann rund machen oder sowas, dass du dann einen stetigen Übergang hast. Aber ich glaube, das wäre sozusagen theoretisch einfacher zu lösen als Problem, als wie gesagt, wenn wir es halt nicht schaffen, die Seiten einzusaugen. Weil das ist halt Ausschusskriterium. In dem Moment ist das Ding wertlos im Prinzip. Ja, ich habe jetzt von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, was es für Variablen gibt, den Eindruck, dass das tatsächlich in die Richtung eines Baukastens irgendwie vielleicht entwickelt werden sollte, wo man gerade die ganzen Parameter, die du genannt hast, im Testlauf einfach mal ausspielen kann und gucken, wie man das modifiziert. Das ist jetzt gerade so mein Eindruck. Ja. Weil so wie es jetzt aussieht, sieht das sehr statisch aus und wenn ihr was ändern wollt und zu viel weg. Ich meine, wir brauchen theoretisch die Rückseite auch gar nicht unbedingt. Also ich meine, es muss irgendwas da sein, dass das Buch hält, aber so ausgearbeitet müsste es in dem Fall ja noch gar nicht sein und nur die Einsaug. Und also wir haben als Beispiel letzte Woche nur den Einsaugschlitz nachgebaut und haben den wirklich oben drauf geklemmt mit ein paar Schraubzwingen. Okay. Einfach um uns von größeren Modifikationen von diesem Korpus zu lösen.
Es war nicht wirklich erfolgreich. Aber ich meine, es war sinnvoll, glaube ich, das Ganze zu reduzieren auf die... Definitiv, ja. Wenn ihr einen kleinen Arm nehmt, der einfach mit einer kleinen Öffnung die Seite plupp ansaugt und wegblättert. Weißt du, ich meine... Naja, ist hier immer noch das Problem, dass jetzt ein Teil der Seiten einfach ein bisschen aneinander wappen oder so, dann ist ja noch nicht weiter. Das hat man immer, ja, das stimmt. Also ein Kumpel, der auch mal da war, der hatte noch die Idee, dass man die Seiten elektrostatisch aufladen könnte. Und dann. Die Idee hatte ich vorhin auch. Jetzt wahrscheinlich über alle Seiten elektrostatisch aus. Das zieht dann trotzdem wieder 10 Seiten. Das kann sein, ja. Mal ganz blöd gefragt, wie wäre es, wenn man das Problem versucht, von hinten oder nachträglich zu lösen, indem man einfach sagt, man steckt da viel Intelligenz in Software rein, man scannt die Bücher 5-mal und guckt, welche Seiten. Wie es mit der Reihenfolge aussieht. Ich glaube, es ist relativ zuverlässig, welche Seiten dann nicht eingescannt werden. Aber das war mein Eindruck nur jetzt von. Also man produziert aber dieselben Seiten, die man hingegangen hat. Also wenn du nimmst es wieder, blätterst ein bisschen, aber das kann auch einfach daran liegen, dass manche Bücher schlechter gehen als andere. Dass es gar nicht an den Seiten liegt, sondern wirklich am Papier in dem Fall. Okay. Aber ja, klar, können wir machen. Also ich meine, wenn es wirklich so weit ist, dass man es dann allein stehen lässt, ob es jetzt eine Nacht braucht oder eine Stunde in der Nacht. Ja, stimmt. 20 Mal scannen. Hast du recht, ja. Sehe ich auch so. Das ist doch vielleicht ein bisschen auflösen, indem man einmal von vorne hin und einmal von hinten nach vorne scannen. Wenn wir irgendwie das ist einfach einmal komplett umzudrehen, vielleicht hat man dann damit Abend das wirklich vereinfacht. Das ist eine Idee, dass man das Buch danach einfach um 180 Grad dreht und wieder rückwärts zurück. Ach so, ja. Kann man Buch vielleicht gleich ansaugen? Ich glaube, so wie es jetzt gebaut ist. Das geht nur in eine Richtung. Ja. Kann man ja was bauen. Also es gibt auch eine kleine Schaltung, die auf Basis von einem Fotosensor prüft, wie viele Seiten eingezogen wurden. Das heißt, man könnte, sofern mehr als eine Seite eingezogen wurde, sagen, einmal zurückfahren und nochmal versuchen. Sodass du nicht n-fach das ganze Buch durchscannen musst. Also nach dem Motto, dass man erkennt, irgendwie... vom Papier und stellt fest, dass es genau, das wird einmal kalibriert, so nach dem Motto, das ist die Lichtdurchlässigkeit von einer Seite. Mhm. Und dann fährst du das Buch drüber und wenn die Lichtdurchlässigkeit halt schlechter ist als der Sollwert, und dann fährst du halt zurück und versuchst es nochmal. Aber das ist eigentlich eine ganz nette Idee, die vielleicht. Aber das sind dann eher Details, weil. Ja, vor allem, das hilft dir halt nur zur Fehlererkennung, aber dann hast du den Fehler ja schon. Aber wo ist das Problem jetzt genau? Ihr saugt zu viele Seiten ein oder ihr saugt keine Seite ein? Es hängt sehr stark vom Papier ab. Also es gibt Seiten, wo das Papier sehr starr ist und es nicht reicht, der Ansaugeffekt. Und dann gibt es, wie gesagt, Bücher, wo es einfach mehrere sind. Okay. Also, dass das auf individuelle Basis pro Buch kalibriert werden muss, würde ich, glaube ich, eh davon ausgehen. Also genau. Davon kann man im Prinzip ausgehen. Ja, das muss halt möglichst von alleine gehen. Also. Der ursprüngliche Designansatz war, da gibt es einen USB-Steckplatz, da stecke ich meinen USB-Stick rein, dann drücke ich den Startknopf, lege mein Buch drauf, gehe eine Mate trinken, wenn ich zurückkomme, ist das Buch gescannt. Das ist sehr schwierig zu erreichen. Gut, das ist ja okay, wenn es jetzt nicht direkt gleich am Anfang Plug and Play geht. Solange, wenn du 10 Minuten babysitten musst und dann läuft das Ding durch, geht es ja vielleicht auch noch. Bleib bei 15 Seiten dabei, drehst an einem Putti, cool ist. Sowas in der Art, genau. An dem, das kann man, es gibt verschiedene Prototypen. Hat einer von denen diesen Unterdruckeffekt erfolgreich schon umgesetzt? Die Hannoveraner haben damit rumexperimentiert, allerdings hat er vor einem Monat oder so geschrieben, dass er irgendwie nochmal 9 Prototypen für den Ansaugeffekt gebaut hat und den auch auf YouTube hochgeladen. Mit einer Cola-Dose und so, sah lustig aus. Scheint aber zu funktionieren. Ich weiß nicht, man kann es auch im Staubsauger probieren, im Prinzip. Ich glaube halt. Das wäre die andere Überlegung, weil es könnte ja auch prinzipiell sein, dass der. Ich meine, auf dem Tisch hat er funktioniert. Ja. Haben wir alle gesehen. Kann es jetzt sein, dass die Schiebegeschwindigkeit des Buches oder so, dass die Turbulenzen erzeugt, den Unterdruck stört, dadurch ist der Ansaugeffekt anders und. Hey, ciao. Tschüss, danke. Ciao. Ja, also zu den Hannoveranern muss man sagen, die haben letztes Jahr auf der Make einen Prototypen präsentiert, der eigentlich nur das CT-Hex-Magazin einziehen konnte. Das heißt, die haben das Ding mehr oder weniger darauf kalibriert, dass sie wirklich ein Heft aus dem Heise-Verlag zuverlässig einscannen konnten. Das war deren Ziel. Also die haben auch nicht mehr versprochen, mehr ging gar nicht und da hatten ja noch keine Scanzeile drin. Das heißt, es war eigentlich eine Buch- und Blätterblockschicht.
Der Quimsy, der das Ding im Prinzip erfunden hat bei Google, der hat es auf Basis eines Staubsaugers gemacht. Und das Problem bei den Staubsaugermodellen ist, dass sie mehr oder weniger mit dem kompletten Unterdruck arbeiten. Das heißt, du musst das Gerät mehr oder weniger komplett abdichten, damit der Luftstrom durch diesen Schlitz letztendlich in den Staubsauger reinkommt. Abgesehen davon ist es verdammt laut. Aber es hat funktioniert und deshalb habe ich überlegt, ob das der Grund ist, warum das hier jetzt Probleme macht. Weißt du, was ich meine? Dass die Technik einfach in sich, wie gesagt, und zum Beispiel Turbulenzen durch den Schiebemechanismus oder so, das könnte man probieren, indem man einfach massiv langsamer schiebt. Habt ihr das Ding noch im Kopf gestellt? Das haben wir gemacht. Also ich konnte es leider nicht in die Wiki hochladen, ich war dazu nicht in der Lage. Aber ich habe Videos davon, wie wir das ansaugen. Ich meine, vielleicht könnten wir das sogar theoretisch mal zeigen. Eine blöde Frage. Hat sich schon mal jemand damit beschäftigt, wie so Geldscheinzählautomaten arbeiten? Die haben doch eigentlich auch das Problem, dass sie die Anzahl der Geldscheine zählen müssen. Ja, aber da hast du die Seiten einzeln. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die haben den Vorteil, dass die nicht irgendwie gebunden sind, die Geldscheine, sondern die kannst du rausreißen. Das ist genau das. Die Zettel auch hintereinander. Also ich stelle jetzt einfach mal eine Frage in den Raum, ob man da eine Idee von mitnehmen kann. Ich meine, die gehen über Friction. Also du hast so eine klare Gummirolle, die so ein nach dem anderen runterschiebt. Ja, wenn du eine Gummirolle hast, die zumindest die Seite versucht, in den Schlitz mit einzuführen. Du willst es ja hier, so wie ich verstanden habe, möglichst berührungsfrei machen. Eben, dass die mechanischen Kräfte nicht so groß werden, dass die Seite reißen kann. Ich glaube, das Ziel ist, dass es funktioniert und nicht, dass es berührungsfrei sein muss. Dann kannst du es gut zerstören. Ja, also es kaputt gehen wäre nicht gut, aber es sollte grundsätzlich, ich meine, am Anfang wird es passieren, natürlich. Also es ist das, womit wir jetzt rechnen, wenn man es dann im Zweifel besser, man hat ein Design, das erstmal irgendwie funktioniert und löst dann die Probleme, als man hat gar nichts, das funktioniert, logischerweise, weil dann weiß man gar nicht, was man tun kann, um irgendwie da hinzukommen. Zu dem Ansaugen kann ich sagen, es hat eigentlich schon ganz okay funktioniert. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Saugleistung grundsätzlich von dem Ding nicht ausreicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Man kann es mit dem Staubsauger probieren. Der ist vielleicht etwas stärker, das kann sein. Das ist halt Brute Force die Lösung. Ich meine, das ist so gesehen vielleicht okay. Das müssten wir halt nochmal machen. Da muss man sich entsprechende Schlitze in diesem Teil drin sein. So ein spezielles Ding, wo man dann das drüber hat und das dann das entsprechend festhält, die Seite. Das größte Risiko, das ich halt sehe, wie gesagt, ist, dass es entgegen die mechanischen Kräfte wirkt, dann in die Richtung sozusagen die Seite wegsaugt, sodass je nach Papier, das im Zweifelsfall, wenn das Papier ein bisschen feiner ist, dann schnell Probleme machen könnte, was hier halt nicht der Fall ist. Ja. Ist das Ziel jetzt, dass in jedem Fall immer nur eine Seite umgeblättert wird oder dass man zum Beispiel sagt, man hat jetzt gerade zwei Seiten, dass man noch irgendeinen Teil drin hat, dann ist das Ding zwar wieder länger, der die dann aber wieder auseinander macht? Ja, man könnte... Wenn man von beiden Richtungen sozusagen irgendwie zieht und das nur macht, wenn man gerade gemerkt hat, das sind zwei Seiten. Ja, also das kann man im Prinzip machen. Denke ich auch. Also im Korpus selbst halt irgendwas. Ich habe auch schon überlegt, im Korpus selbst halt eventuell, dass man das da dann elektrostatisch auflädt, wenn man nur die zwei hat oder so, dass man die halt... Das wäre auf jeden Fall lustig. Ja, könnte man im Prinzip machen. Ich denke, das einzig Wichtige ist für die erste Ding, für den ersten Working Prototype, aber da kann man auch drüber vielleicht diskutieren, weiß ich nicht, wäre mein Anspruch, dass halt ein Buch wirklich relativ zuverlässig geht. Weil wenn du 10 Seiten gut hinkriegst und 5 halt nicht oder so, oder die jede 30. Seite irgendwie fehlerhaft, dann ist es immer noch nicht gut genug, um selbst einen einfachen Fall irgendwie zu lösen oder so. Aber ja, egal. Also. Ansonsten für die restlichen Sachen sehe ich kein großes Problem. Die Mechanik, die den Wagen rumfahren lässt, vielleicht seht ihr da noch andere Probleme. Aber ich sehe wirklich das größte Problem halt in den zuverlässigen Umblättermechanismus. Die restlichen Sachen sind, glaube ich, mehr oder weniger gelöst und ich habe ehrlich gesagt noch kein solches Gerät vorher gebaut, deswegen kann ich es jetzt auch nicht wirklich sagen. Aber seht ihr in den anderen Sachen Probleme? Den Wagen, der hin und her fährt, wie gesagt, die Scanzeile können wir per Treiber anschließen. Das wäre so elektronisch treibermäßig das Schwierigste. Das ist gelöst. Ist nicht ganz klar, wie das Buch hin und her transportiert wird und gehalten wird und gleichzeitig die Seiten aber frei umblättern können.
Vielleicht zeigst du es einfach mal mit irgendwas zum Blättern. Können Sie auch ein Video angucken, wie das andere machen. Also, da wäre halt hier irgendwie ein Gestell, du lässt die Seiten relativ so da drauf liegen, aber du schiebst es halt hier und dementsprechend muss halt hier oben irgendwie das einklemmen oder so. Ich habe auf dem Handy auch noch zwei, drei Videos davon, wie wir das gemacht haben mit verschiedenen Büchern. Ich weiß nicht, ob du, das hätte ich vorher machen sollen, ob du ein USB-Kabel zum Anschluss dabei hast. Also ganz normal, die Mikro. Also shaky wie das von Google, also kann es ja gut noch gut sein. Das ist so, ja. Das ist so deutlich. Man sieht, da bewegt sich was, ne? Genau, nicht viel. Aber in dem Fall hat es gereicht, glaube ich, für genau eine Seite. Nächste? Ja. Ja, das war zum Beispiel, dass das mehrere Seiten dann immer automatisch, also das war so diese Elektronik-Kompendium. Gleich erheblich viele Seiten, ne? Ja. Und also es lag nicht nur in der, also in dem Fall, glaube ich, war wirklich nicht an der Schwerkraft, sondern die waren einfach halt irgendwie zusammengehangen. Das verstehe nicht warum. Ich glaube, eins war eh nur ganz kurz. Ah, ne. Okay. Also da sieht man es eigentlich ganz gut, dass er wirklich die Seite erfasst hat. Bei dem Magazin geht es auch ganz okay. Erstens, weil die Seiten relativ groß sind und zweitens, weil dieses Papier so relativ gut
flexibel ist, es ist nicht so steif oder so. Okay, also das wäre soweit. Also Vorschläge waren jetzt runder Korpus. Vielleicht nochmal irgendwie so zusammenfassen. Also ich denke, wir können den Vortrag, ich hätte ansonsten jetzt nichts. Habt ihr noch was zu sagen? Irgendwas vergessen? Nee. Wir brauchen Input, ja. Also wir sind kurz davor, den gesamten Entwurf über den Haufen zu schmeißen, inklusive Lüfterbox, weil grundsätzlich ist die Anforderung, dass wir Bücher von der Größe von, also Seitengröße A5 bis hin zu Seitengröße A4 scannen wollen. Das schränkt natürlich das Design entsprechend ein. Wir haben über verschiedene Korpuswinkel nachgedacht. Also im Moment haben wir dann einen 60-Grad-Winkel. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir da auf einen 90-Grad-Winkel gehen, dass die Auflagefläche einfach größer ist, was konstruktionsmäßig große Vorteile hat, weil wir mehr Platz für die Lüfterbox hätten und auch mehr Platz, um die Scanzahlen möglichst an den Grundsteg oben ranzubringen. Aber im Moment trägt man wirklich völlig auf der Stelle, weil der blöde Einzug nicht gescheit funktioniert. Also wenn da irgendwer einen Hinweis hat oder jemand mitspielen will, ja, also einfach nur ein bisschen mitprobieren will, wäre das eine riesengroße Hilfe. Den Hinweis mit der Geldzählmaschine würde ich nicht vom Tisch wischen, weil der vereinzelt mit einer sehr hohen Sicherheit die Scheine, auch wenn die ein bisschen aneinander pappen und ob die jetzt gebunden sind oder nicht, spielt, glaube ich, für den Teil des Mechanismus keine Rolle. Die haben irgendwelche Gummidinger, die das Ding mit Folgeseiten festhalten und die oberste halt wegziehen. Und das würde ich auch versuchen, irgendwie den Rest irgendwie zu festzuhalten und eine dediziert anzusaugen und wegzuklappen. Der Mechanismus hat das Problem, dass es dem völlig egal ist, wie viele Seiten da gerade angesaugt werden. Der Saugeffekt geht eigentlich nur auf die oberste Seite. Wieso? Weil dort die Luftströmung ist. Du hast doch aber gemeint, bei manchen Büchern saugt er mehr als eine an, oder? Ja, weil die aneinander kleben. Okay. Das war unsere Theorie. Also, okay. Nee, soweit soll der nur eine ansaugen? Wenn die elektrostatisch zum Beispiel aneinander pappen, die Seiten, dann. Ach so, ja. Dem ist es doch völlig egal, wie viel da hinten hochgezogen werden. Ich meine, der Unterdruck wirkt ja nur auf die oberste Seite. Das war alles, was ich sagen wollte. Richtig, aber wenn zwischen den zwei Folgeseiten und das ganz dünne Seiten sind, wenn da keine Luft von dazwischen strömen kann, dann backen die automatisch aneinander. Genau. Ja, das stimmt. Wenn man den Rest einfach festhalten würde und eine richtig greifen würde mit einem Unterdruckarm oder irgendwas, ich fabuliere jetzt, die eine dediziert hochheben würde und die anderen fest sind, wie in so einer Geldzählmaschine, der separiert die ja irgendwie. Ja. Das würde mir spontan als einzige Idee einfallen. Also ja, das ist auf jeden Fall wirklich festhalten und eine wegmachen. Also mit dem Ansaugarm klingt relativ kompliziert, das an einer Mechanik hinzubekommen, aber das kann natürlich, also ich meine, erstens mal in den Geldautomaten wird es wahrscheinlich schon ganz schick gelöst sein und wenn man das irgendwie nachgucken kann, also die Idee ist auf jeden Fall gut. Da wäre die offene Frage halt doch, wie fixiert man die anderen? Nicht nur, wie saugt man die oberste an, sondern wie fixiert man den Rest? Wie das in so einer Geldzählmaschine gelöst ist, glaube ich, du hast quasi eine Feder, die deinen Stapel nach vorne drückt und der drückt die über eine Kante quasi und dann so ein Gummirad, das schiebt quasi nur den vordersten runter, weil der Rest halt durch diese Kante noch fixiert ist. Ja, kannst du ja ohne Probleme erkennen, ob du zwei dann nachher erwischt hast, dass du durch so einen Luftsturm durchschiebst. Die sind halt extrem genormt, das ist eine andere Geschichte und die Leute arbeiten da seit Jahrzehnten dran. Hm. Deshalb, wie gesagt, da wäre die Frage, wie fixiert man den Rest? Ich meine, bei dem zumindest eine Sache, die das glaube ich auch hat, ist, dass es die Seiten so ein Stück weit gegeneinander verschiebt. Ja. Das wäre auch das bei dem runden Korpus, also wenn die Seiten halt ungleichmäßig aufliegen da drauf, dass die ein Stück gegeneinander verschoben werden und damit sich sowas, was schon so aneinander haftet, tendenziell eher vielleicht auch löst. Aber da weiß ich nicht, wie zuverlässig das ist. Das ist wahrscheinlich wieder sehr gefrickelt. Wenn man selbst zuverlässig blättern will, sorgt man dafür, dass die Seiten am Ende nicht gerade sind, sondern auseinander gedrückt werden, sodass man sozusagen mehr Fläche hat, eine einzelne Seite abrollen zu lassen. Man prüft auch immer, sobald man eine Seite gekriffen hat, prüft man es ein oder mehr, oder man schiebt diese gegeneinander, um zu gucken, bewegt sich oder nicht. Ja. Wobei das mechanisch natürlich jetzt in der Overkill ist, das irgendwie zu kriegen. Ja, wenn man jetzt irgendwie so eine Mini-Saugnapf hat, setzt den drauf, saugt an, also ganz, ganz klein,
schaut an, hebt hoch. Jetzt die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an der Seite nicht ein Telefon ist wahrscheinlich recht hoch oder auch da wieder den Luftdruck langsam erhöhen und erkennen, ist es jetzt eine Seite oder mehrere. Das ist halt dann auch wieder eine ganz andere Konstruktion. Ja. Muss man vielleicht mal mit einem Schlauch mal ausprobieren, mit einem Gummischlauch und dann mal mit saugen und den draufhalten auf Rückseiten. Obwohl der grundsätzlich auch noch mehrere erfassen würde. Also du bräuchst immer noch einen Mechanismus, der die anderen festhält oder der halt die gegeneinander verschiebt oder so. Ja, langsam den Luftdruck steigern und hoffen, dass das ausreicht, dass du halt nur noch einen kriegst. Das ist 6.500 Euro. Was? Hier sieht man das Prinzip recht gut bei diesen Geldscheinzählern. Das ist nicht der einzige auf der Welt sein, aber so kenne ich die Dinge. Dass die mit Hilfe von Schwerkraft einfach die Dinge mit einer ganz normalen Gummiwalze einzeln anziehen und eben durch irgendeine Erkennung durch. Ja, das sieht ähnlich aus wie Dokumenten. Aber das sind halt Einzelseiten, das ist das Problem, das ist der große Unterschied im Vergleich zum Buch. Wir können das Buch nicht deskriptiv scannen, oder wollen es nicht. Nee, reißen Sie alle Seiten aus dem Buch. Dann sind wir ratzfatz, ja. Dann haben Sie gescannt. Ja, du weißt. Wie funktioniert das Google-Projekt, wo die ganzen alten Bücher scannen? Ist das dann über Amazon Mechanical Turk gelöst oder wie? Also ich habe mir in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar kurz nach der Wiedereröffnung die Buchscanner angeschaut, wo die großen Folianten mitscannen. Mhm. Die machen das nicht über Scanzahlen, sondern über hochauflösende Fotos. Okay. Und öffnen die Bücher halt in einem bestimmten Winkel und blättern die mit dem Handschuh vorsichtig von Seite zu Seite um. Okay, aber das wäre mir zu langsam. Abgesehen davon würde ich dieses Projekt nicht für Folianten freigeben und dann sind wir aus dem Schneider. Aber ich meine, es gibt ja tatsächlich auch so ganz schön normale Bücher, so 50 Jahre alt oder so, die in den Bücher dabei sind. Ja, und da kenne ich nur aus der Hochschulbibliothek beispielsweise einen Buchscanner, wo du wirklich so eine Fläche hast, wo das Buch offen aufgelegt wird. Und oben hast du dann, ja, eigentlich im Sinne sind jetzt auch eine Kamera, die dann automatisch die Seiten trennt, wo aber dann wiederum die beiden Auflageflächen für das Buch in Höhen beweglich sind, also dass du wirklich den gleichen Abstand immer zum Sensor in dem Fall wahrscheinlich. Ja, also mit so einem Ding habe ich jetzt auch schon mehrere eingescannt und Heidelberg da in der Universitätsbibliothek, aber das bedeutet halt trotzdem, dass du umblättern musst. Ja. Also wir haben auch ganz am Anfang mit Kameras experimentiert. Also wir wollten am Anfang eigentlich nicht mit den Scanzahlen arbeiten, weil wir gesagt haben, das ist viel zu komplex, um da so eine Scanzahle reinzukriegen. Haben wir mal einfach versucht, mit dem Raspberry Pi und mit der Raspberry Cam innerhalb des Korpus von einer Seite, also von dem scharfen, von dem spitzen Winkel auf die Fläche abzufotografieren und haben das sehr schnell wieder verworfen, weil es einfach von der Qualität her lausig ist. Also eine Scanzeile, die halt mal 4800 dpi hat, ist in jedem Fall besser als eine Megapixel-Kamera, egal wie gut die ist. Abgesehen davon, bei der Entfernung brauchen wir halt schon entsprechend Objektiv oder mal zumindest eine gescheite Linse und eine extrem gute Beleuchtung. Wir haben das mit LEDs versucht, also mit einer großen Anzahl von LEDs, also LED-Strips. Das hat uns alles nicht weitergebracht, von daher sind wir dann bei den Scanzahlen. Du brauchst halt eine extrem gleichmäßige Beleuchtung, damit das irgendwie sinnvoll danach zu bauen. Klar. Habt ihr mal überlegt, ob man da noch was machen kann, dass die zwar mit dem Luftstrom die Seiten ablöst, aber tendenziell, wenn es mehrere sind, quasi so eine, ich sag mal, Gummirolle, die dann dahinter greift und versucht, in die entgegengesetzte Richtung zumindest, dass die Seiten auseinandergeschoben werden. So als Idee. Ja, also dass man da mal noch guckt in die Richtung. Könnte man versuchen, ja. Aber das muss halt dann alles irgendwie konstruiert werden, passend mit dem restlichen Salat, was auch immer ist. Ich denke, als erstes sollte man halt vielleicht sich mal hinsetzen und überlegen, wie so ein idealer Baukasten dafür auch aussieht. Mhm. Dass, wenn man dann solche Ideen hat, dass es halt nicht wieder 2 Monate dauert, bis man sowas gemacht hat, sondern halt eventuell einen Abend oder so. Oder zwei. Das ist immer das Problem. Ja. Aber das ist, sag ich mal, das ist halt auch der Motivationsproblem. Ja, das stimmt. Ja,
okay, also ihr würdet am ehesten dann sehen, sozusagen, also wie gesagt, entweder andere Korpusformen, Mechanik, die das gegeneinander verschiebt, die Seiten, die sie extra mechanisch abgreift in irgendeiner Weise. Was sind denn so Sachen, die. Gibt es noch andere Geräte, die irgendwie was Vergleichbares lösen, außer jetzt Geldscheine bringen? Was in der Richtung? Die Idee ist eigentlich schon mal ganz gut, so ein vergleichbares Problem. Und das ist ganz gut gelöst. Was mir halt auffällt, ist, wenn du so ein, mal kein Hardcover, aber wenn du ein Buch oder eine Zeitung nimmst, deswegen kam ich nur noch die Idee, wenn du die halt rollst, sprich in den Bogen packst, dann größeln sich die Seiten halt schon potenziell viel mehr auseinander, als wenn du es auf einer Fläche liegen hast. Hm. Und diesen Effekt vielleicht irgendwie mitzunutzen. Hm. Ja. Du könntest auch dann, wenn du da so ein Stück, wenn das jetzt rund wäre und du hättest das schon automatisch, dadurch, dass es rund ist, könntest du an der Seite auch draufblasen, sodass zwischen die Seiten automatisch Luft kommt, dann würde nämlich auch, wäre es leichter, nur eine Seite abzugreifen, vielleicht. Also, weil ich glaube, sanftes Gebläse hat halt den Vorteil, dass das Papier nicht so leicht Kommt. Ich glaube, der Effekt würde weiterhin auch dann funktionieren, wenn man ihn passend baut. Du hast ja dann den Schritt, dass du es einmal rund hast und eigentlich dann in die Ebene bringen willst, damit du es scannen kannst. Ja gut, das lässt sich aber auch. Das würde halt heißen, dass das Ding hier auch kugelförmig werden muss. Oder zumindest so. Ja, vor allem deine Scanzeile. Das Ding, glaube ich, kriegt ja, gut, man aber die Scanzeile, wie gesagt, kannst du ja hier rund machen und hier spitz. Genau. Um auf die Gummirolle zurückzukommen, könnte man nicht ein komplett anderes mechanisches Konzept probieren? Ja, das ist so eins. Dass ja die Gummirolle ist. Drauf. Ja. Quasi muss exakt gerade sein, na klar, weil sonst passiert genau das, was eben passiert ist. Das Ding wird schräg gezogen. Aber wenn das Ding exakt gerade ist, bam, 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 dass der quasi so die Seiten nach und nach schiebt. Ja, das halt auch Gummi, nachdem es da halt raus ist, das ist quasi aus beiden Seiten jetzt die Idee angenähert. Nachdem sie durch ist, abgelöst, kannst du sie halt mit dem. Fängt der sich hier ab, scannt die eine Seite, scannt die andere, lässt sie fallen. Ganz grob als Gedankenspielerei jetzt, da ist nichts, kein Detail ausgearbeitet, mit Läste fallen und so weiter. Aber wenn die Rolle exakt gerade ist, dann sind die mechanischen Kräfte, die Seite zum Reißen bringen, vielleicht vernachlässigbar. Klar, wenn das Ding schräg ist, kriegst du eine Friktion an der Seite, nichts. Aber wenn die wirklich horizontal drauf geht. Dann hast du die gleiche Rolle wieder wie im Geldschein. Nee, Geldscheinzwerg. Das ist die gleiche Quasi. Das gleiche Prinzip dann wieder. Du hast den Vorteil, du brauchst nichts mehr zu bewegen oder nur ganz wenig zu bewegen. Ja. Ist halt die Frage. Aber du kriegst es halt auch nicht über die Scan-Seite drüber. Ne? Das müsste dann wieder eine Kameralösung sein. Nee, nicht wirklich. Also wenn du das irgendwie die Seite in die Senkrechte reinkriegst und hast dann einen Tunnel, der drüber fährt mit der Scan-Seite, hast du denselben Effekt. Du musst nur die Seite stabilisieren, ob du das mit dem Unterdruck machst oder eine statische Aufladung. Wenn man den Tunnel doppelt hat, kennt man beide Seiten gleichzeitig. Also, dass du eine Plexiglasscheibe nimmst, möglichst entspiegelt, damit du nicht irgendwelche Reflexionen hast, sondern scannst du von der einen Seite und von der anderen Seite gleichzeitig. Vielleicht versetzt, damit du nicht irgendwie durchscheinende Effekte hast. Weißt du? Ich denke auch, wenn das gehen würde, könnte man sich in Zweifel auch noch eine Kamera lösen. Ich glaube, das Scannen ist das nächste Problem. Ich glaube, das seid ihr noch nicht. Oder das funktioniert nicht. Das ist das danach zu lösen, was da am besten als bildgebendes Ding genommen wird. Das hängt ja von dem Konstrukt ab, was du dann erstmal hast. Was genau. Das sind wirklich zwei komplett getrennte Themen. Sehe ich auch so, sehe ich genauso. Und ich denke mal, dass ja beides funktionieren kann. Aber halt gerade so die Sache mit der Kamera, da muss ich umgebungsmäßig stimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese professionellen Scanner mit der Kamera oben drin aussehen, aber du hast auch dann entsprechend Pixel-Logik. Mit dem Weißabgleich und dann all diesen Zirkus. Also ich habe die Präsentation, die ich gemacht habe, habe ich irgendwo hier. Ich gucke mal, ob ich hier. Buchscanner.